Man kann in diesem einen Satz die gesamte russische Außenpolitik zusammenfassen. Wir waren es nicht. Zu einem Video, was mir jetzt in den letzten Tagen noch vor Augen gekommen ist. Und zwar ist darauf zu sehen, Wladimir Putin in Peking, wie er auf das Eintreffen des chinesischen Staatsoberhauptes wartet und sich dann so ganz schmissig an den Flügel setzt und auf dem relativ verstimmten Instrument so alte Sowjetklassiker spielt. Was empfindet der russische Teil Ihrer Seele bei diesem Bild? Naja, man sieht einen einsamen Mann, der irgendwann vor vielen, vielen Jahren, ich tippe mal vor 45 Jahren, Klavier spielen lernen wollte und ist aber nicht weitergekommen als dieses eine sowjetische Lied mit drei Fingern da drauf zu tippen. Und genau so machte auch die Politik. Er versucht, eine Arbeit zu machen, für die er überhaupt nicht qualifiziert ist. Man sieht einen total überforderten ehemaligen KGB-Offizier aus dem vorigen Jahrhundert, der genau die Weltsicht und die Vorstellungen von der Wirtschaft, von politischen Systemen des Westens und von eigenem Land beibehalten hat, die damals herrschten, die damals sogar wahrscheinlich eine Berechtigung hatten, aber heute überhaupt nicht mehr aktuell sind. Und so wie er Klavier spielt, so machte auch die Politik leider. Was ist die Faszination an Wladimir Putin für so viele Russen? Na, ich glaube, dass diese Faszination maßlos überschätzt wurde. Also ich kenne sehr, sehr viele Leute auf dem Land. Meine Schwiegermutter aus dem Kaukasus ist bei uns gerade zu Besuch. Ich weiß, was das Dorf dort über die politische Lage in Russland denkt. Ich kenne viele Jugendliche in Großstädten. Glauben Sie mir, diese Faszination ist in Wahrheit eine Verzweiflung, weil die Sicherheitsoffiziere von früher, die die Macht in Russland heute halten, sich dermaßen große Mühe gegeben haben, das politische Umfeld, das politische Feld Russlands sauber zu halten. Jeden, der nur eine halbe Stimme erheben wollte. Jeden haben sie versucht, mundtot zu machen, mit Erfolg, weil das ist ja ihre Qualifikation letzten Endes. Nur dass sie statt der Sicherheit des Landes ihre eigene Sicherheit nun anstreben, menschlich durchaus nachvollziehbar und verständlich. Aber als Ergebnis haben wir nun eine Alternativlosigkeit, diese Figur. Putin ist ein Kapitän auf einem kriselnden Schiff, der nicht mehr abwählbar ist, nicht mehr ersetzlich ist. Und das ist eine Verzweiflung, die durchaus auch in einer Faszination sich umwandeln kann. Wissen Sie, woran mich das erinnert? Das ist wie heißt es, Stockholm-Syndrom. Das passiert manchmal, dass die Geisel, um ihre eigene Lage verarbeiten zu können, ihre Geiselnehmer als tolle Menschen sehen. Weil sie wissen, egal was sie tun, sie kommen da nicht raus. Wie würden Sie denn Ihr eigenes Verhältnis zu Ihrer Heimat Russland beschreiben? Also, Sie haben ja jetzt auch... Mein eigenes? Ihr eigenes Verhältnis, genau. Sie haben ja auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Goodbye Moskau. Da könnte man hineininterpretieren in den Titel, dass das schon so ein Abschied und ein Abgesang ist, vielleicht auf das Russland, das es einst mal war,
aber jetzt nicht mehr ist. Also wie ist Ihr Ja, aktuelles das ist auch Verhältnis? ein Plädoyer gleichzeitig für ein neues Russland. Ich habe versucht, wissen Sie, also ich liebe dieses Land, und ich habe auch zu meiner Heimat ein ganz zartes Gefühl, zu der Sowjetunion. Ich möchte nicht, dass diese Sowjetunion zurückkehrt. Das will ich wirklich nicht. Aber ich bin für einen sorgfältigen Umgang mit der eigenen Geschichte. Man muss sie kennen. Man muss sie kennen und respektieren, weil diese Geschichte in Teilen auch in uns weiterlebt. Und ich versuche, in Deutschland, in Europa, so laut wie möglich zu behaupten, dass gegen dieses Image Russlands als Imperium des Bösen anzukämpfen. Ich möchte sagen, dass Russen ganz normale Menschen sind, wie alle anderen auch. Sie sind Menschen in Not. Sie haben sich nicht gefunden in diesem neuen Jahrhundert und ihre politische Führung tut alles, damit sie auch weiter so blind und taub bleiben und keinen Anschluss bekommen an diese globalisierte Welt. Weil wenn sie einen Anschluss bekommen, und das wird passieren, dann ist diese Führung auch weg vom Fenster. Das wissen die Offiziere, also die ehemaligen. Und das meine ich, ich versuche durch einen Austausch auf menschlicher Ebene, über kulturelle Kontakte, über Kunst, die ja letzten Endes auch in Russland sich unglaublich stark politisiert hat in der letzten Zeit, versuche ich, die Brücken zu schlagen und für die Völkerverständigung zu sorgen. Sie sagen gerade, Sie sind oder sehen sich auch als Völkerverständiger. Haben Sie das Gefühl, das ist in den letzten Jahren schwieriger geworden oder das ist für Sie mehr eine Zerreißprobe geworden, zwischen diesen beiden Völkern Verständigung herzustellen? Nein, nein, das ist auf keinen Fall eine Zerreißprobe. Nur verwechseln sehr viele Menschen auch im Westen die russische Politik, ja, also dieses absonderliches politisches Spiel, das von der Führungsetage, ja, geleitet wird mit dem Land und mit der Bevölkerung dort, mit den Menschen in Russland. Und ich versichere Ihnen, dass die Sorgen und Nöte und Hoffnungen dieser russischen Menschen ganz andere sind als die von Putin und seiner kleinen Kooperative. Da ist Misstrauen zwischen der Regierung, zwischen der Macht und dem Volk viel größer inländisch als das Misstrauen Europas jetzt gegenüber Russland auf diesem außenpolitischen Parkett. Bei den letzten Umfragen haben irgendwie über 70% Putin gut gefunden und gleichzeitig die gleiche Prozentzahl seiner Politik für gescheitert. Das ist ganz merkwürdige Ergebnisse, die heute diese sozialen Umfragen in Russland von sich geben, dass Menschen sich im Klaren sind, dass sie in einer Sackgasse sich befinden, aber keinen Ausweg sehen. Das ist eine große Tragödie, über die ich auch schreibe. Aber das ist doch ganz spannend. Also gleichzeitig sind die Ja. Menschen von Wladimir Putin angetan, von seiner Politik aber eben nicht. Ist das etwas typisch Russisches und hat auch mit der russischen Vergangenheit zu tun, dass sozusagen die Russen einst ihre ideologische Heimat verloren haben und eigentlich immer noch auf der Suche nach dieser neuen Heimat vielleicht sind und deswegen, naja, Wladimir Putin, indem er sozusagen wieder die Großmacht Russlands ins Spiel bringt und die Stärke Russlands demonstriert, dass das dann ein Anker für die russische Bevölkerung ist? Na, also sicher fragen sich heute viele nach dem Sinn dieser Geschichte, dieser 70 Jahren Aufbau des Sozialismus. Der Sozialismus wurde als die einzig fortschrittliche, einzig progressive Zukunft der Menschheit immer dargestellt. Und dann war plötzlich das Land, das diese Zukunft aufbaute,
auseinandergefallen und die Menschen wurden aus dieser Zukunft quasi zurückgeworfen. Dann suchten sie erst einmal nach ihrer eigenen Vergangenheit. Aber die Vergangenheit, ist auch nicht mehr anwesend, weil sie sich sehr lange geweigert haben, mit ihrer Vergangenheit sich auseinanderzusetzen. Was war das nun unter Stalin? Was war davor? Heute wissen sie natürlich nicht mehr, ob sie jetzt rot, halbrot oder weiß sind, Kommunisten oder Antikommunisten. Die Vergangenheit ist eine sehr lebendige Geschichte. Wenn man sie nicht rechtzeitig schnappt, ist sie weg und für immer verschwunden. Und so stehen jetzt Millionen von Menschen, die stehen nicht, sie schweben in der Luft zwischen einer Vergangenheit, die sie nicht kennen, und einer Zukunft, die im Grunde schon vorbei ist. Diese sozialistische Zukunft. Das ist ein Spagat, eine sehr gefährliche Zirkusnummer. Und da brauchen Sie Hilfe, meiner Meinung nach. Na, jetzt ist es ja nicht die Stärke des Westens, also zumindest nicht offenkundig, dass man gerade engagiert ist, Wladimir Putin zu helfen, sondern man versucht es über andere Methoden, nämlich beispielsweise mit Sanktionen. Auch beim G7-Treffen ist ja Russland nach wie vor jetzt nicht dabei. Glauben Sie, dass das richtig ist, der Weg über Sanktionen zu gehen? Oder müsste man eigentlich eine andere Form finden und Russland eigentlich wieder ins Boot holen bei den Gesprächen? Russland ist bei G7-Treffen nicht dabei, weil das Land gegen sehr wichtige Grundlagen des europäischen Zwischenlebens verstoßen hat. Also der hat viele Verträge, ja, die unterschrieben wurden, nicht eingehalten. Es herrscht Krieg in Ostukraine. Dort sterben Menschen. Die Munition geht den freiwilligen Bergarbeitern seit über 2 Jahren nicht aus. Das ist allein Russlands Schuld. Die Sanktionen sind sicher nicht der richtige Weg, um russische Außenpolitik zu erziehen, weil gerade die Machtetage unter diesen Sanktionen nicht leidet. Die Sanktionen des Westens machen nur das Volk ärmer. Und ein ärmeres Volk lässt sich leichter manipulieren. Es ist leichter zu regieren. Durch diese Sanktionen bekommt eben gerade der Führer eigentlich ein Recht zu seinem Volk zu sagen, sieht ihr, die ganze Welt ist gegen euch und will euch in Verderben sehen. Nur ich allein kann euch schützen. Und so wird das Volk quasi noch mehr zu Geisel seiner politischen Führung. Wurden Sie eigentlich schon mal angefragt, ein Interview zu geben bei Russia Today Deutsch, bei dem deutschen Ableger von Russia Today? Ja. Also gerade vor kurzem wollten sie mich interviewen wegen NATO-Übungen in Bayern, wo russische Zivilisten ich weiß nicht, für gutes Geld, für 80 Euro pro Tag, glaube ich, angeworben wurden. Die russischen Zivilisten sollten russische Zivilisten spielen. Im Fall, wenn NATO ich weiß nicht, Königsberg besitzt. Ich weiß gar nicht, was sie da bei diesen
militärischen Maßnahmen eigentlich üben, spielen wollten, aber es war ziemlich blöd jetzt seitens der NATO. Und geben Sie Interviews an Russia Today? In meinen Augen sind Medien doch unabhängige Quellen, ja, für zur objektiven Meinungsbildung beitragen. Und da sind alles, also diese so Russia Today sind Soldaten, sind Fähnriche in einem unsäglichen Propagandakrieg, der ein sehr schmutziger und unwürdiger Krieg ist. Ich habe dieses Interview nie gegeben. Ich habe dann selbst recherchiert, was Sache ist. Ich habe mich selbst darüber erschrocken und selbst darüber geschrieben in mehreren deutschen Zeitungen, ohne Russia Today. Was Sie gerade sagen, also die Propagandamaschine, die ja ganz gut funktioniert. Es gibt ja so ein paar Dinge, die man auch mit Russland in letzter Zeit stärker verbindet. Also seien es Fake News, seien es Geheimdienstoperationen, seien es Hackerangriffe oder auch Trollfabriken für die sozialen Medien. Ja, das kommt sogar zu solchen Wahnsinnsgeschichten wie jetzt zum Beispiel bei diesem neuerlichen Virus, der tausende Computer lahmgelegt hat, reagierte der russische Präsident, indem er sagte, wir waren es nicht, obwohl niemand ihn beschuldigte, dass er das war. Das war, glaube ich, das einzige oder das erste Mal, wo Russen nicht beschuldigt wurden, einen Kiberangriff zu starten. Und trotzdem haben sie vielleicht gesagt, sie waren das nicht. Abgesehen davon, das ist, glaube ich, also diese Art Ausrede, das ist die einzige politische Botschaft, die Russland permanent in die große, weite Welt sendet. Man kann in diesem einen Satz die gesamte russische Außenpolitik zusammenfassen. Wir waren es nicht. Aber haben Sie das Gefühl, dass diese ganzen Vorwürfe, die in Richtung Russland prasseln, also dass ja wirklich sozusagen hier sofort der Finger erhoben wird, nämlich umgekehrt, es waren auf jeden Fall die Russen, haben Sie das Gefühl, das ist so ein bisschen westliche Untergangsfantasie oder Wir waren ist da nicht. Okay, ich lasse das mal so stehen. Vielleicht noch zum Thema Putin und seine Freunde und Feinde. Der wird ja im Juli beim G20-Gipfel in Hamburg, wird Donald Trump ja das erste Mal auf Wladimir Putin hier in Hamburg treffen. Wie stellen Sie sich die Begegnung vor von den beiden? Ich bin sehr gespannt. Also für mich ist Trump nach wie vor ein viel größeres Geheimnis als Putin. Mit Putin ist alles klar. Jeder oberflächliche, halbgebildete Politologiestudent kann Ihnen alles ziemlich genau voraussagen, was Putin machen kann und was nicht. Aber bei Trump, ich glaube, dass er auch jetzt nach 3 Monaten seiner Präsidentschaft noch immer eine Kiste der Pandora ist. Und niemand weiß, was da drin ist in dieser Kiste und was nicht. Also seine Twitter, sie erzählen wirklich nicht viel über seine Pläne oder darüber, was er im Kopf hat. Und alle schauen jetzt auf diese G20-Gipfel, alle schauen nach Hamburg, weil normalerweise bekommt man gerade bei solchen Treffen wie G20 einen Blick in die politische Weltarchitektur. Was will uns der große amerikanische Bruder sagen? Aber der große amerikanische Bruder sieht heute aus wie so ein Peter Pan, der plötzlich gealtert ist und in seinen Augen steht nichts, als hätte er uns nichts zu sagen. Das ist eine ganz merkwürdige Situation, aber gleichzeitig auch eine Herausforderung für die Europäer, für Frau Merkel zum Beispiel, die größte Reformatorin dieses Landes. Ich glaube, dass Höre ich Frau da so einen Merkel. ironischen Unterton? Nein, ich finde, dass sie mehr dieses Land verändert hat als alle
Sozialdemokraten in 140 Jahren. Merkel hat politisch sehr viel gemacht, einfach, das ist tatsächlich. Also jetzt, wenn man an der Fülle ihrer gesetzgeberischen Arbeit, ja, wenn man diese Fülle aufwiegt, dann sieht man, dass sie ein sehr aktiver Politiker war, trotz diese Frau Holle, wie heißt diese Frau aus dem Märchen? Frau Die Holle. Frau Hölle. Frau Holle. Hölle wäre was anderes. Ja, Frau, ja, da denkt man, da ist nichts, da ist nur Schnee, ja. Aber hinter diesem Schnee ist sehr, sehr, steckt sehr, sehr viel Arbeit. Und sie hat tatsächlich, also Deutschland, unglaublich stark verändert, an allen Seiten. Im Sozialen, also Deutschland ist sozial ein anderes Land geworden. Deutschland hat eine Energiewende vollzogen. Deutschland hat außenpolitisch eine total, also ganz andere Stellung heute auf der Welt.